Hallo und willkommen, ich bin Emre Daim. Wie ihr seht, ist es natürlich nochmal Zeit für Warframe. Und was soll ich sagen, es gibt ein paar sehr coole Sachen gerade auf dem Markt. Deswegen tun wir sofort mal hinspringen. Denn hier auf dem Markt sind einige neue Bundles aufgeschlagen, gerade im Zusammenhang nämlich vom Winter. Nämlich der Winter Solstice Skin Bundle? Ich nehme an, dass er so heißt. Nennen wir es einfach mal so, weil ich es kann. Und lass uns jetzt mal einen Blick drauf schmeißen, was da so drin ist. Leider haben wir keine Vergrößerung und ich kann euch das noch nicht direkt zeigen, weil ich diesen Skin-Banner nicht besitze. Aber wir können ein paar Sachen hinten nach dem Arsenal uns trotzdem schon reinziehen, weil die sind glücklicherweise teilweise dort aufgeführt, die Skins. Deswegen ist es schon nicht verkehrt. Aber gut, was haben wir hier alles drin? Erstmal natürlich aber für Titania, deswegen habe ich sie ausgerüstet jetzt eben, nämlich den Solstice Skin. Ja, den kann man hier auch sehen. Dann haben wir den Heliocore Solstice Skin. Ja, das ist der Hammer, weil ich habe erst an Helios gedacht, warum auch immer. Aber den kann man hier auf dem Bild ja auch gar nicht sehen, deswegen macht es vielleicht Sinn im Zusammenhang. Und dann gibt es den Solstice Daedalus Shoulder Plates, Chestplate und Kniepads. Oder Plates, muss ich sagen. Und das sind einfach vom Daedalus Set scheinbar verzierte Versionen, eben im Solstice Look. Wir können auch gleich erkennen, was der Solstice Look sein soll. Und dann gibt es noch eine Solstice Salix Syandana. Oh Gott, das sind halt Wörter hier. Und da müssen wir gleich mal gucken, auf der hinten nochmal ganz genau gucken, bei den Syandanas, ob da zufällig vielleicht sowas gerade rumfliegt, dass wir das genauer sehen können. Und jetzt geht es nämlich los mit der Solstice Covered Fur Pattern, also eben Muster für unsere Covers, als auch für unsere Kupros. Da gibt es einmal, schau mal, Bombard White, Wukong Blue, Manic Black und Lynx Blue. Also zwei verschiedene Blaufarben, einmal schwarz und einmal weiß. Gut. Zusätzlich gibt es noch 3 Tage Credit Booster und 3 Tage Erfahrungsbooster. Und das wäre jetzt alle für 350 Credits. Also Credits sage ich schon. Das wäre schön. 350 Credits, mein Gott, das wäre ein Geschenk. Nein, es sind 350 Platinum. Okay. Natürlich haben wir noch was anderes hier rumwuchern, nämlich tatsächlich ein Glyphenpaket. Und ja, Glyphen 1 bis 4 und da gibt es auch tatsächlich so eins dabei, was so ein bisschen aussieht wie so ein Eiskristall vielleicht. Der Rest nicht unbedingt, aber das auf jeden Fall. Und wer jetzt so leicht weihnachtlich angehauchte Glyphen haben möchte, jetzt hat er die Chance dazu, ganze 65 Platinum. Und wenn ich ein bisschen weiter runter scrolle, gibt es tatsächlich noch etwas. Darauf brauche ich gar nicht direkt eine einzugeben, denn dieser Valkyrie Skin, dieser Deluxe Skin, ist wahrscheinlich, wenn das Video rauskommt, schon gar nicht mehr im Sale. Aber dieses Feld an sich hier unten ist relativ interessant, weil das wird sich jeden Tag updaten. Und dazu springen wir auch am besten direkt einen Schritt weiter, oder? Ne, lass uns erst kurz ins Arsenal gehen, bevor ich es nämlich wieder völlig vergesse. Denn als erstes gucken wir uns hier im Arsenal nämlich mal den Skin von ihr an. Ne? Jetzt habe ich auch den alternativen Kopf von ihr mal auf, was ein bisschen zu dürr wirkt in meinen Augen gerade. Fällt mir mal gerade so ein, aber lass uns mal so stehen. Ist ja gerade nur zum Gucken gedacht. Und zwar Body Select. Und hier haben wir nämlich glücklicherweise den Titania Solice Skin. Ja, so sieht er aus. Die Textur müssen wir erstmal komplett laden, aber da sieht man, wir haben über so kleine Verschnörkelungen so weiße dann drauf. Hier kann man es vielleicht am besten sehen, wenn man es mal ein bisschen hin und her switcht. Ja, da haben wir überall die ganzen jeweiligen Verzierungen mal alle erkennen. Das sieht eigentlich gar nicht verkehrt aus. Ich meine, der Kopf ist natürlich auch dabei, der ähnlichen Look dann hat. Natürlich nicht dieser hier gerade, sondern ihr eigentlicher Kopf, wie man auf dem Bild auch schon erkennen kann, glaube ich zumindest. Nehmen wir jetzt zumindest einfach mal an. Und natürlich gucken wir uns auch das jeweilige sozusagen Attachment noch dazu an, also was da dran kommt an den Warframe. Und zwar nämlich diese nicht EOS-Teile, weil die ja auch nicht verkehrt aussehen. Nein, nein, wir brauchen die Daedalus-Dinger. Ja, hier, genau. Nehmen wir mal das hier, weil es gerade ein Prisma ist und nicht es besitzt. Da kann man es wenigstens mal ausrüsten. So sähe das Teil dann hier auch aus. Ein bisschen zu groß für sie, aber mein Gott. Ja, das Teil kann man auf jeden Fall sehr gut erkennen. Halt dann noch mit der Verzierung eben von diesem Solice. Ja, nehmen wir es mal weitergehen. So, auf der Arm war natürlich die Sache, sieht die Sache ein bisschen anders aus. Nämlich da sind das diese, ich sag mal, Zacken auf der Schulter, diese Platte sozusagen. Natürlich, wie gesagt, das ist jetzt Prisma, das andere wäre natürlich jetzt farbloser Natur eher und dann halt mit Verzierungen, so wie hier das jetzt gerade. Sieht trotzdem nicht unbedingt verkehrt aus. Es gibt genug Warframes, wo das schweinegeil aussieht. Dummerweise meistens mit Deluxe-Skins bei vielen wirkt das ein bisschen deplatziert, zumindest beim Rhino. Beim Rhino Deluxe-Skin sieht das nicht schön aus, aber gut, es kann nicht alles super aussehen. Und für die Beine können wir natürlich auch noch ganz kurz gucken. Witzigerweise ist tatsächlich das gleiche Teil. Lass mir gerade das hier noch nehmen. Und die Teile stehen eben ein bisschen vom Bein ab. Bei manchen ist es okay, finde ich. Und bei wiederum anderen sieht das hier absolut furchtbar aus, dieses von den Beinen abstehen. Gucken wir natürlich noch zu den Syandana, bevor wir es völlig unterschlagen. Nämlich
Gehen wir gerade ein bisschen runter. Oh, guck mal hier, Limited Time. Auch nicht verkehrt. Oh, oh, seht. Seht nur, das ist, infizierte Zuckerstangen? Fragezeichen für den Rücken? Irgendwie sowas. Aber ja, es ist weihnachtlich auf jeden Fall. Okay. Schön zu wissen. Gehen wir noch ein bisschen weiter runter. Oh, da haben wir es. Ne, oder? Nein, ich suche was mit S, mit S. Da haben wir es noch. Salix, Yondana. Gut. Das Ding habe ich auch irgendwo schon mal gesehen. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Habe ich das Ding nicht sogar irgendwo? Nee. Nee, das habe ich tatsächlich nicht. Aber was soll's? Man kann nicht alles haben. Oh, wait. Wer auf das passende Soulstars-Ding hier auch gerade? Ziehen wir das mal an. Oh, seht. Seht nur. Ich meine, davon abgesehen, dass so durchklippt, ja, geschenkt. Aber ich meine, die Verzierung wiegt mal schweinegeil davon. Und das kann man auch farblich ein bisschen abändern. Das wirkt wirklich ziemlich gut, muss ich jetzt gerade feststellen. Ich meine, im Gegensatz zum normalen. Weil das normale sieht aus wie ein bisschen wie. Meh. Aber hier das Ding, das hat ja fast schon von einem Magier-Cape irgendwas an sich. Seht nur, ich habe magische Runen auf meinem Cape. Und gleich baller ich euch alle weg. Haben wir noch was anderes gerade? Nein, das ist wie so unten angekommen. Okay, okay. Gut zu wissen, gut zu wissen. Wobei, ich sollte vielleicht ganz kurz nochmal auf den Markt zurückschreddern, falls noch mehr von diesen Limited-Time-Dingern rumvegetieren. Sollten wir vielleicht ganz kurz mal gucken. Und das hier ist jetzt ja wahrscheinlich, weil es in dem Paket mit drin ist. Und das hier? Auch Limited-Time. Kein Schwein weiß, warum jetzt gerade, aber wie lange? Vor allem dieses Limited-Time soll vielleicht, wenn wir Glück haben, 20 Tage. Okay. Aber mit der Eingabe von Soul habe ich schon mal viel erreicht, muss ich gerade sagen. Davon abgesehen, dass wir nur das komplette Skin-Bundle haben. Aber hier können wir tatsächlich uns teilweise die Skinsoren sehen, wenn wir Glück haben. Wir können. Das ist doch schon mal nice. So, das wäre jetzt vom Helio Core der Skin. Wie gesagt, die Waffe ist jetzt nicht dabei, aber... Okay, es hat auf jeden Fall sehr viel Weihnachtliches an sich. Ja, okay, okay. Dann haben wir natürlich hier diese Schulter, also die ganzen... Delos-Dinger mal hier. Gut, hat man es auch mal sehen. Ja, die haben halt komplett diese Markierungen und Verzierung halt bekommen mit diesen Strichen. Sieht wirklich nicht schlecht aus. Auch wenn es jetzt 100, für 100 Platinum alleine, ich meine, dann kann man sich wirklich fast das Ding holen. Fast schon. Hier oben haben das schon mit den Soulstars hier den Fuel-Pattern. Ja, cool, da können wir jetzt nicht wirklich was davon sehen. Aber das sind jetzt die Farbdinger, die es dabei gibt. Da kann man halt den Fies einfärben gegen. Der sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Hat auch schon mal die Verzierung hier und dort gekriegt. Gut. Dann das Cape, das haben wir uns eben schon hinten angesehen. Oh, ist das komplette Set jetzt? Ah, oh. Seht. Okay, das ist gar nicht verkehrt. Das ist auch mal nicht verkehrt. Das sieht gar nicht verkehrt aus. So alles in allem. Hat doch... Es wirkt zumindest besser als das Original, sagen wir mal so. Scroll ich noch ein bisschen runter, finden wir noch die anderen Sachen, die ich vielleicht zufällig eben gesehen habe. Nö, nicht unbedingt, außer die unten noch. Für die Katz, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch hier die alle Farben. Natürlich mit dem passenden Fuel Pattern, damit er das Tier richtig einfärben kann mit den ganzen Farbschemen. Gut, 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 gut. Eine Sache habe ich aber schon gesehen, die nicht auf der Liste ist, aber ich weiß, dass es gibt. Und zwar ist das so eine Art Winter-Special, wenn man so will. Lass mich kurz mal eingeben. Winter? Oh, seht nur, noch mehr Bundles. Noch mehr Winter-Bundles, sage ich nur. Wisst ihr was? Sie sollten echt mal einen Reiter hier oben reinmachen bei Home, wo steht... Alter, das sind übrigens... Wobei, das sind hier die Bundles. Cosmetic Bundles, aber das sind dann nicht nur die Limited-Dinger. Aber das müssten sie auch mal einführen. Das wäre echt mal eine gute Idee. Das einfach sagen irgendwo, Alter, wie wäre es mal, wenn du hier die ganzen Limited-Time-Offers hast? Alle Dinge, die mit der Zeit weggehen. Alles in einem Reiter. Nicht jetzt hier versteckt oder den anderen irgendwo. Oder Cosmetic Bundles. Was sind da alle drin, die ich suche? Ne, da sind nur hier die beiden drin. Ah ja, gut, da habe ich jetzt Winter eingegeben. Ich schlau mal. Da werden jetzt alle angeführt. Ich will nicht alle sehen, weil alle ist ein bisschen full. Ja, okay. Aber gut, vielleicht muss man es wirklich dann phasenweise alles nacheinander durchgehen, bis man alles gesehen hat, was es meines Erachtens nur viel zu lange ist. Ja, vielleicht findet ihr das eine oder andere Bundle noch, was ich gerade nicht gesehen habe. Aber lasst uns mal kurz noch was eingeben, nämlich das ist fürs Schiff, was ich meinte. Das ist nicht ganz, was ich will. Limited Time, was ist das hier jetzt gerade? Oh Gott, was ist das denn hier? Auch wieder für 280 Platinum und hier sind diverse andere Sachen drin. Frost extra Optik und für die Mirage. Huh. Okay. Ist auch ähnlich wie das andere auch. Ha. Huh. Gut zu wissen, gut zu wissen. Auch jede Menge Kram und Spaß dabei. Auch für ein paar Skin, für ein paar Waffen und so ein Rückending. Ha. Huh.
Gut, dass ich Winter eingegeben habe, einfach so mal. Aber das habe ich jetzt gar nicht gerade unbedingt gesucht. Ich hatte eigentlich gesucht, und zwar etwas für unser Schiff. Lass mich mal kurz ein bisschen rumsuchen gehen, ob ich nicht was Gutes finde. Okay, ich habe es gefunden. Es war ein bisschen blöd, weil ich unter Landingcraft gucken musste dafür. Aber nämlich das hier, nämlich die sozusagen Festivitäten. Wo soll ich einfach nochmal fest eingeben und habe dann Glück, dass dabei alles beisteht? Gucke ich gleich mal. Aber Festivitäten gedöns, mal unser Schiff weihnachtlich einbasteln können, also umkreieren können ein bisschen. Kauf mal, es kostet ja noch Credit. Nehmen wir direkt mit. Läuft. Und jetzt mache ich mal gerade den Test hier oben. Ich stelle das mal wieder auf Home und sag mal fest. Ja, so ein paar von diesen... Ah, so sehen die Dinger also aus, diese von dem anderen Skin-Paket sozusagen. Die etwas vom letzten Jahr wahrscheinlich. Limited Time Offer, der Imperator aus Yondana. Okay. Ach, das waren eben diese, wo ich noch sagte, diese... Die mutierten Lollis am Rücken, hätte ich fast gesagt. Ah, okay, gut zu wissen. Der Rest, oh, doch, hier die sind dabei. Oh, ja, Limited Time Offer, die Mütze für unseren Kubro, jawohl. Die rote Nase für unseren Kubro. Oh, hey, mal gucken. Textur kurz laden lassen. Das sieht jetzt auch nicht schlecht aus, so alles in allem. Ich meine, da kann man natürlich der Farbe noch ein bisschen nachhelfen, aber wirkt trotzdem nicht verkehrt. Und, genau, man kann die Faustwaffen zu solchen Ringdingern hier umbasteln. Ringe und so weiter. Ah ja, und natürlich, Sensen zu Riesenlollis umbauen lassen. Wer wollte das nicht auch schon immer mal haben? Kostet auch nur einen Credit. Wahrscheinlich geht es natürlich auch somit auch nach den Feiertagen weg. Alles, was quasi für Credits für kurz ist, ist wahrscheinlich eine Sache, die uns bald wieder verlassen wird. Aber der Rest, den behalten wir auf jeden Fall. Das weiß man auch die Nase bestimmt, oder? Ja, die Mütze und die Nase. Ja, Kosten und Credit, die werden halt danach auch wieder verschwinden. Gut, gut. Habe ich zumindest mehr gefunden als vorher. Und mal ganz kurz eher gucken. Ich will mal gucken, wie der jetzt aussieht. Weihnachtsmannmäßig. Kann sein, dass du die Schleife hier vorne gekriegt hast, Junge. Die ist nicht normal, oder? Ja. Der Weihnachtsfrost. Jetzt, falls man den Prime sich zusammengetackert hat. Für 40 Platinum, hey. Oder im Bundle halt. So, und wie ihr schon gerade kennen könnt, jawohl, total kitschiges Weihnachtsmann. Total kitschiges, völlig überzogenes Weihnachten, wie man es aus Amerika kennen würde. Oder auch Kanada, Mistelzweig. Leider ist niemand auf dem Schiff, der mir Kuss geben kann dafür, aber völlig egal. So viel zum Thema, gut, dass wir nochmal drauf geschaut haben. Und natürlich, jetzt kommt natürlich noch eine wichtige Sache, wo ich schon eben meinte, dieser Sale-Bereich unten in der Ecke. Der Sale-Bereich eben in der Ecke, was damit los ist. Wenn wir hier mal gerade so draufklicken, können wir nicht sehen, hier ist der Tenno-Baum. Ja, der ist sogar indirekt sogar auch für uns. Das ist nicht nur für andere. Aber bevor ich darauf eingehe, ganz kurz hier oben der Hinweis. Hier oben gibt es den Primed oder Prime Vault Counter. Und da kann man nämlich schon sehen, es dauert jetzt nur noch 18 Tage, 23 Stunden und 56 Minuten. Und dann ist der Primed Vault wieder zu. Und dann verschwindet auch Ember, also auch Frost Prime, wieder im Vault. Für keine Ahnung wie lang. Wer weiß, wann das nächste Mal der Fall ist. Wahrscheinlich irgendwann in einem Jahr, wenn wir Glück haben. Wenn wir überhaupt Glück haben. Aber falls einer jetzt mal wissen will, wann man die Relikte auch nicht mehr farmen kann, als auch mal nicht mehr kaufen gehen kann, da habt ihr einen Counter ausgezeichnet. So, gucken wir uns aber jetzt mal diesen Tenno-Baum an. Nämlich, die Entwickler haben uns hier so eine Art, seht mal hier, jetzt geht's schon ab. Jetzt geht's schon ab, weil wo ich nämlich eben mal geguckt hatte, war das Ding nämlich ganz am ganzen Boden sozusagen. Der Punkt ist folgendermaßen. Wir schenken uns untereinander und Spielern gegen jeweils Geschenke. Und je höher ihr kommt und wenn ihr richtig viel vor allem verschenkt, dann seid ihr hier oben auf der Liste unbedingt vorne auf groß mit dabei, wie er jetzt gerade, Mr. I'm Not Nuke, whatever. Der hat auf jeden Fall schon mal 1337... Wait a second. Der hat auf jeden Fall so schön Platinum schon mal an Geschenke rausgehauen. Ich glaube, diese Zahl ist von ihm beabsichtigt, davon mal abgesehen. Aber ja, die Idee ist jetzt also, wir beschenken uns gegenseitig. Dann geht dieser Counter höher und wir schalten uns auch für unsere komplette Community übrigens auch Sachen dafür frei. So ein Sigil haben wir schon in der Tasche. So wie es aussieht, haben wir auch jetzt schon den 3-Tage-Ressourcen-Booster und einen Rokin-Reaktor mit dabei. Okay. Und als nächstes kommt dann nochmal, wie es aussieht, 3 Tage Infinity Booster und ein Catalyst noch dabei, ein Roken. Okay, und wir sehen, ob wir da oben hinkommen. Vielleicht kommen wir ja nochmal auf die 100.000. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, ob wir die 100.000 schaffen. Dazu aber ein paar Sekunden noch mehr, weil ich wollte nämlich dazu noch was sagen. Und hier seht ihr nämlich schon, dass Davo nämlich jeden Tag uns neue Geschenke bringt. In dem Fall nämlich die... Die was?
Undiat? Mein Gott, Syandana. Die soll mal aufhören, so komische Wörter zu benutzen. Die muss ich mir das gleich mal gleich angucken, weil das sieht gar nicht verkehrt aus gerade. Anstatt 90, 62 Platinum. Jeden Tag wird Dabo uns neues Geschenk geben. Also heißt man, es gibt jeden Tag einen neuen Grund, vielleicht irgendjemand was zukommen zu lassen. Und wenn ihr richtig viel insgesamt ausgibt, dann landet ihr nach oben auf der Liste. Und wir schalten für uns jeweils vor die komplette Community weitere Geschenke frei. Und jetzt kommt natürlich das Beste. Das ist natürlich alles für einen guten Zweck. Es ist jetzt nicht nur, wenn wir den Balken hochkriegen, dass wir was kriegen, sondern auf der anderen Seite, wenn die Entwickler auch sagen, jetzt schon Beispiel werden sie sagen, wir werden 5000, das müssen jetzt aber kanadische Dollar sein, oder? Weil auch diese Stiftung, nämlich die Boys and Girls Club of London, was übrigens jetzt nicht England-London ist, sondern natürlich Kanada-London, und die werden diesem Verein sozusagen 5000 Dollar eben dann spenden gehen. Das heißt, wenn je höher wir kommen, desto mehr, wie oben nämlich in dem schönen Satz nämlich beschrieben steht, the more you give, the more we give, the more they get. Was ein bisschen blöd, nee, nicht blödsinnig ist, aber ein bisschen doppelt gemobbelt, weil also je mehr wir geben, desto mehr geben sie, ne, also die Entwickler, eben an die anderen, die deswegen mehr kriegen. Aber ich meine, das ist jetzt irgendwie klar, wenn sie mehr geben, dass die anderen mehr kriegen, aber geschenkt. Nee, aber das ist schon mal eine nicht verkehrte Sache und wir müssen auch, wie gesagt, sonst nichts anderes hier tun. Wir müssen einfach nur uns gegenseitig beschenken und vielleicht spielen zwischendurch ein bisschen und das war's. Und früher oder später geht es halt höher und die kriegen hernach diese einnützige oder allgemeinnützig, wie würde man es ausdrücken? Ist auf jeden Fall welche, die dafür sorgen, dass Kinder von der Straße geholt werden, dass sie was zu essen kriegen und vielleicht bei der Schule geholfen kriegen. Sowas alles insgesamt ist dazu. Nachhilfe involviert mit, ich sag mal, Nachmittagsbeschäftigung und alles Mögliche. Wie gesagt, Kinder von der Straße holen, finde ich, ist immer eine gute Idee. Und den Verein gibt es auch schon ein paar Tage länger, habe ich schon gesehen. So, irgendwas wollte ich noch sagen. Richtig, richtig. In dem Zusammenhang nämlich wegen der 100.000-Marke hier. Und ich hoffe inständig, dass wir als doch sehr viele Spieler mittlerweile in Warframe sind, dass wir tatsächlich die 100.000-Marke doch kratzen. Wisst ihr warum? Ganz einfach. Denn zwischendurch gibt es bei anderen Spielen ja auch solche, ich sag jetzt mal, Spendenaktionen. Zum Beispiel bei EVE Online. Warum gerade EVE Online? Weil EVE Online jetzt nicht so wahnwitzige Mengen an Spielern normalerweise hat, nicht wahr? Und die sozusagen geben der Firma sozusagen ihrer Plex, also ihre monatliche Spielzeit, wieder zurück. Und die tun den Gegenwert wiederum dann Spenden an eine gemeinnützige Sache. Eben zum Beispiel Rote Kreuz war da gewesen bei Katastrophenopfern oder bei Terrorangriffen oder irgendwelchen Geschichten. Dann haben die das öfter mal gerade bei EVE Online gerne mal getan. Und jetzt werden natürlich zu Recht fragen, ja okay, was hat jetzt EVE Online mit Warframe zu tun? Eigentlich erstmal gar nichts. Allerdings, wenn dort, ich sag jetzt mal, die guten, ich sag jetzt mal 38.000 Leute im Schnitt Pi mal Daumen plus minus 1-2.000 mal ähnlich viele Spieler eben auch sind wie bei Warframe und die schaffen es dann bei solchen Katastrophenfällen immer und immer wieder 100.000 US-Dollar zu spenden, dann muss ich mir doch mal fragen, ob wir als Warframe-Spieler nicht in der Lage sind, dann so viel zusammen, so viel zu uns zu beschenken, dass wir diesen Balken hier vielleicht auf 15.000 kriegen. Ja, ich weiß, die Umrechnung ist jetzt nicht 1:1. Also wir können jetzt nicht den Balken auf 150.000 kriegen unbedingt. Das wäre zwar schön, dann würde man die mich überflügeln damit, aber wir sollten wenigstens dann doch in dem Rahmen unserer Möglichkeiten gleichziehen, würde ich damit sagen. Ich meine, wenn das heißt, das Ding geht bis 15.000, meine Fresse, dann kriegen wir da noch locker flockig voll. Sag ich jetzt einfach mal gnadenlos. Und ich hoffe inständig, dass ich noch, wie gesagt, mal 75% Rabatt kriege, weil dann bin ich auf jeden Fall dabei. Dann bin ich auf jeden Fall dabei. Nicht immer jetzt unbedingt mit 1.000 von Euro, aber mit diversen 1.000 Platinum vielleicht. Gucken wir mal, ne? Gucken wir mal. Deswegen, falls einer jetzt sich berufen fühlt, Sachen zu verschenken, haut rein, sucht euch jemanden aus, der es auf jeden Fall verdient hat, beschenkt ihn damit und wir tun am Ende des Tages was Gutes damit. Daumen hoch, Zeichen. Und wie gesagt, jeden Tag gibt es halt von Davo ein neues Geschichte hier, die billiger ist. Aber hier, das hier, diese Üden, das sieht jetzt auch nicht wirklich schlecht aus, muss man mal fairerweise mal sagen. So ein dezenter Schal, purpurner Farbe, möchte ich beinahe sagen. Das wirkt gar nicht verkehrt. Na gut, das Muster hier oben, das ist jetzt mal geschenkt. Es geht eh völlig unter bei den meisten Warframes. Aber sonst, ja, nicht verkehrt. Nicht verkehrt unbedingt. Okay. So, und das wäre es tatsächlich für mich auch schon wieder mal gewesen. Danke fürs Vorbeischauen und Zuhören. Das war's für MK3 und ja, beschenkt euch alle, weil jetzt haben wir auch noch einen weiteren guten Grund dazu. Davon abgesehen, dass wir ja alle nett sind zwischendurch und ich hoffe, dass ich beim Einloggen nochmal so einen 75% Platinum-Rabatt kriege, dann mache ich damit. Aber, der letzte Rabatt habe ich leider nicht wahrnehmen können, weil ich gerade kein Geld auf dem Konto hatte, deswegen, aber so, jetzt gucken wir mal demnächst und, ja, greift vor allem alles ab an optischen Dingen, die teilweise nur ein Credit kosten. Wichtige Sache. Bis die Tage also und ciao.